Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen zu Part Nummer 26, Total War Warhammer 3, Immortal Empires mit dem Imperator. I command here. Genau, das I kommandiert hier. Wurde ja gerade gesagt, ne? I command here. Wir waren mit der Runde, glaube ich, soweit durch. Gibt es nur irgendwo. Mögliche Ausgabepunkte für uns? Ja, Geld ausgeben könnte man eigentlich genug. Wie es halt immer so ist, ne? Ja, aber wir haben da einen Schatzjäger losgeschickt, der wird hoffentlich ein bisschen Zaster hier abfarmen. Da unten ist auch noch einer. Ja. Und dann könnte da ja ein bisschen was vorangehen mit den ganzen Bauvorhaben, die da noch anstehen. Ja, ist okay. Na komm, die Kohle sparen wir uns. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wir hätten aber vielleicht noch schauen können, ob es nicht. Ah, mit denen sind wir noch gar nicht im Krieg. Okay, da werden wir uns dann einkaufen. Danke, Zarina, sonst hätte ich diese Gelegenheit gar nicht erkannt. Weil wir haben ja gesagt im letzten Part, wir bewegen uns mit Balthasar langsam Richtung Norden. Der kann dort oben ein bisschen helfen, dass wir Festus möglichst bald in die Knie zwingen. Weil oben mit Mittelland haben wir ja auch schon 10 Punkte Verbundenheit. Von denen haben wir die Konföderationsmeldung beim ersten Mal, glaube ich, sogar noch abgelehnt. Könnte man langsam tun. Stimmt, da habe ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen herum überlegt von wegen Endgame-Event. Da noch vorsichtig zu sein, solange man noch nicht weiß, was da kommt. Könnte aber schon bald aktuell werden. Ich habe die Einstellungen so gelassen, wie sie vom Spiel her standardmäßig sind. Und standardmäßig tritt das Endgame-Event ja irgendwo auf zwischen Runde 100 und 150. Und das ist jetzt hier Runde 99, glaube ich, ne? Ja. Gut, Echsenmenschen sind erschienen. Das wird die Artillerie ein bisschen pushen und die Rekrutierungsdauer reduzieren. Dann machen wir das doch. Wir wollen ja noch ganz gerne mit Dampfpanzer spielen in dem Run. So, also Schlag Nummer 1. I am Prince and Emperor. Mr. Franz. Wieso spawnen die bei uns? Der Geist des Dschungels. Was macht der Geist des Dschungels im Imperium? Wer kennt ihn nicht, den imperialen Dschungel? Okay. Wie schaut's denn aus? Habt ihr uns gerne oder habt ihr uns nicht gerne? Die haben uns nicht gern. Wegen unserer Verbundenheit mit Karas Akarak. Bell. Das sind ja die Spinnen. Die können wir mit Mutters Danke in Kislev auch bauen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es die vorher schon gibt. Also, dass es die vorher schon gegeben hat. Dass die keine Erfindung von Shadows of Change sind. Naja,
gut, 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 gut. Ich würde sagen, wir belagern einmal. Na gut, 15 Einheiten. Und 12, die ist uns eigentlich überlegen. Da steht 27 zu 20 dann. Diese Waldgarde, naja, viel Geschossinfanterie. Weiß ich nicht. Wir können ja belagern und dann wird sie vermutlich einen Ausfall machen, ne? Muss man sich in einer Feldschlacht nochmal stellen, der guten Drycar. Weiß ich nicht. Das ist ja alles nur ein Nahkampf-Inf, ne? Ja. Da die Riesenfalken. Genau, das ist alles nur ein Nahkampf. Und die Fernkämpfer hat sie nur hier drin, in der Garnison. Genau hier, das sind alles die Fernkämpfer. Ja, ich werde es mal riskieren. Ich würde es doch einmal riskieren. Schauen, wir hätten sogar einen entscheidenden Sieg. Blitzschlag! An die Option vom Blitzschlag habe ich jetzt gar nicht gedacht. Wir könnten da ja blitzdingsen. Ich mein's todernst, haben Sie mich schon mal geblitzdingst? Ja, ich würde das einmal umstellen, mal schauen, was sie tut, ob sie dann einen Ausfall macht. Ich nehme mal an, dass es so sein wird. Und dann können wir in der nächsten Runde entscheiden, wie wir damit umgehen. Schlachten gegen die Waldelfen gab es in diesem Run schon zur Genüge. Und was hast du eigentlich vor? Schleich die. Du tu. Schauen wir mal, ob wir schon Zugang zu einem Schatz bekommen würden. Ja, das tun wir. Okay, schade, es ist kein Schatz. Dann bewegen wir uns aber da gleich in Richtung zum nächsten. Hier ist immer in Weißenburg. Du bauen wir die Garnison für Eschen, das ist okay. Und nullen.
Ja, brauchen wir mal nicht für den Moment. Und da fehlen 145. Ah, Setra, altes Haus. Yep. Gut, also dann können wir jetzt hier das Gasthaus bauen. Gasthaus zum Roten Mond. Mhm. Gut, du kannst eh nichts tun. Ja, bleibt einfach mal so. Dann gibt es einen Speicherer in Runde 99. Einen Speicherer machen wir. Bald das er vergessen. Nimm. Ja. Geist des Dschungels vor dem Imperium. Komisch. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Sachen gibt's, die was es gar nicht gibt. You are not welcome in my court. Yet here you. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Gurnit. Aber hey, wenn wir uns mit Cetra verstehen, warum nicht? Oh, Aranessa. Gax. Stimmt, ich glaube, zwecks der direkten Auseinandersetzung mit Aranessa wollte ich eher noch auf Dampfpanzer warten. Okay, wir könnten konföderieren. Und wir werden konföderieren. Wobei, dann hätten wir Territorium im Norden sogar. Buchstäblich. Dann könnte es jetzt in der nächsten Runde die Frage aufploppen, ob wir Ostland konföderieren. Okay. Hätten wir dann nur Norden. Ja, dann hätten wir wirklich nur Norden. Jo, wir waren eh mit Balthasar auf dem Weg, wenn ich nicht wieder vergiss. Können eigentlich sogar im Gewaltmarsch uns weiter bewegen. Gut, da brauchen wir eine zweite Armee auf jeden Fall. Sonst geht das nicht. Oh. Okay, vermutlich wird es wieder Beef mit Durtu geben. Und wir werden Matorka verlieren. Shit. Hm.
Ja, aber Riker hat gar nicht angegriffen. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Wo wir uns hier so ein bisschen vorbeischleichen könnten, dass Wusak nicht auf uns reagiert. Dass er nicht auf uns reactet. Wie die coolen Kids vielleicht sagen würden. Ja. Versuchen wir es. Nächster Schatz. Ja. Und jetzt bitte wirklich ein Schatz. Geh bitte. Ach Gott. Gut, zumindest 1500. Zumindest eine kleine Aufwandsentschädigung. Nach Norden oder nach Süden? Was ist hier die Frage? Wie schaut es eigentlich aus mit den Hochelfen so rein beziehungstechnisch? Sollte eigentlich ganz gut ausschauen, oder? Ja, schaut gar nicht so schlecht aus. Kalidor vielleicht einmal abgesehen. Alariel the Radiant. Those who speak the truth are Blackheart. Okay. Obey! By the light of Oh, Sartosa waren am Frieden interessiert. Ja, bitte gerne. Sag das, okay. Das was infamous! Dann sparen wir uns hier dann die Rückeroberungsschlacht gegen die. Bitte gerne. Choose your next words carefully. 1500. The swordfish has dry powder and is ready. Okay, deswegen. Wer sich an Frieden interessiert, weil sie gerade am Losen ist. Kann sie aber ruhig sein, sofern uns die in Ruhe lassen. Ah, die ist am Schiff, wir haben doch, die steht da an Land schon. No, I'm surrounded by fools. Vielleicht will ich gar nicht angreifen. Ja, wobei. Es ist nur eine 8er Garnison. Ja, die hätten keine Chance gegen die 10er Armee. Keine Chance. Ready the swordfish, a stone. Ich nehme das an. Oder ich nutze diese Gelegenheit, sag mal so. Sagen wir mal so. Moment. Kann das sein, dass Striker hier oben. Ja, die haben den Greifenwald verloren. Das ist die letzte Siedlung. Na, das tut mir aber leid. So, jetzt haben wir 8700. Drakenhof braucht noch 9 Runden. Tempelhof braucht nur 12 Runden. Pfeildorf ist schon Stufe 4. Und Nullen braucht nur 8 Runden. Marienburg ist auch schon Stufe 4. Okay, dann. Kriegt Nullen einmal die Garnison. Ja, und wir bauen den Hof noch aus. Auerheim kriegt ebenfalls Garnison. Na, Auerheim kriegt nicht Garnison. Arkendorf kriegt die
Grundgarnison. Hier Stufe 2. Und genau, Cash Building gleich noch dazu. I trust no man. Okay, kannst du denn. Okay, kannst du nicht. On March! Who calls? Du kommst nur mit. Kannst du irgendwas machen zum Leveln? Es gibt's ja nicht. Ich mach irgendwas an der City, einfach nur zum Leveln. Ja, geht doch. Vielleicht habe ich die Fähigkeit mit Technologiestehlen immer unterschätzt. Es ist die Frage, ob das stackt, aber plus 20% Forschungsrate, auch wenn es nur für 3 Runden ist, das geht schon. Das könnte schon mächtig sein. Ich glaube, ich habe die Fähigkeit sträflichst unterschätzt immer. Schau an, neue Möglichkeiten tun sich auf. Unendliche Möglichkeiten, unendliche Welten, unendliche Weiten, unendliche Möglichkeiten mit 20% mehr Forschungsrate. Genau, wie es bei den Skaven vielleicht heißen würde. Bei den Skaven gibt es keine Rate, da gibt es nur Forschungsraten. Unter uns ist eine Ratte. Gut, also. Zwar Blera gegen Clan Rictus, danke, nein. Die Ratten können ruhig dort bleiben, wo sie sind. Wobei da unten uns mit Karl Franz durchreden, wird natürlich gut Punkte bringen für die Kampagnenziele. Vielleicht ja doch. Aber wenn dann erst, wenn Karl Franzens Armee aufgewertet haben. Jo. Bringt halt 3 Punkte minus auf die imperiale Autorität. Wir haben ebenfalls plus 10 mit Mittenland und wenn hier uns das nächste Mal die Konföderation angeboten wird, war sie jetzt nicht. Wenn das schon demnächst passiert und wir geben diese 3 Punkte aus und können dann Mittenland nicht konföderieren, Mittenland ist wesentlich mächtiger und stärker als diese eine Siedlung dort oben. Wir werden das ablehnen. Einfach aus dem Grund, wenn uns jetzt Mittenland noch einmal bald die Konföderation eingeht, dann wird uns einfach ein Punkt fehlen. Und Mittenland zu konföderieren ist halt wesentlich wertvoller. Dann hätten wir jetzt 6 Punkte und könnten zumindest gleich zweimal konföderieren.
Wobei man da ja Minuspunkte haben kann, ne? Okay, das wäre egal gewesen. Hätten wir halt einmal diese 5 Minus Wachstum, war wurscht gewesen. Egal. Jetzt haben wir es so gemacht, jetzt passt das so. Yes, my lord. It is time. Yes, that will do. On it. Jo, es wird die Frage, ob wir uns Festus in einem 1 gegen 1 stellen. By the Comet. Ja, na ganz schön, bleiben wir mal da stehen. Vielleicht belagert er ja dann. Wenn wir dann dazukommen, dann wird das eine interessante Schlacht. Okay, Husak ist wieder unterwegs. Dann sollten wir schauen, dass wir da jetzt fertig werden. Dass wir uns da unten mit Wusak anlegen können. Aus dem Grund, unten ist gerade im Süden ist Wusak jetzt gerade die drängendere Bedrohung. So, das war unbequemes Klima, ne? Komm, wir besetzen es. Ja, unangenehm. Ich hätte natürlich auch keine Probleme damit, das niederzureißen, damit er sich das holen kann. Nur, der ist nicht gut auf uns zu sprechen. Wenn wir dann jetzt wieder eine andere Fraktion hier haben, mit der wir dann im Krieg sind, dann müsste man da vielleicht wieder angreifen. Und dies erfreut mich nicht. Dann nehmen wir es lieber ein und dann ist aus dieser Richtung Ruhe. Gut. Dann werden wir vermutlich jetzt hier Matorka dann verlieren. Ja, wird so sein. Yes. By Sigma's right. Okay, der hat dort der Wildorks. Stellen wir uns einmal hier dran. So ein bisschen auf. Wobei. Bleiben wir mal ein bisschen aus der Sichtweite. Ich mag das gerne mit Karl Franz erledigen. Onwards! On march! Minus 3% Unterhalt ist halt sexy. Durchaus. Komm, dann spendieren wir übers Reich die Garnison. Und hier unten investieren wir
Die weitere Kohle. Hat unser Schatzjäger noch Zeit oder Bewegungsreichweite für... Na, geht sie nicht aus. Schade. Okay, du bist nur Insel. Guided by Sigma. Okay, dann eben jetzt die größere Garnison für Averheim. Kannst du... Okay, kannst du nicht. Kasu? Ja, mach das einfach nur mal. Jetzt haben wir es 5 von unten. Okay, das stackt scheinbar nicht. Verstehe. Okay, Erlässchen. Und dann hätten wir es eigentlich schon wieder für ein weiteres Ründchen. Instant Rates. Gute, und weiter. Tools of Judgment ready. Baby. Und da ratten sie durch, alle miteinander. Was machen die Echsen? Menschen. Nix, wie es ausschaut. Nickes. Belega. Nöp. Jo, da ist es. Er greift Matorka an, wie gedacht. Genau, dann werden wir jetzt mit Gregor auf diese untere Siedlung durchstoßen. Und Karl Franz holt sich das hier zurück. Plan gesetzt. Okay, Hochland. Da hat der Festus dann leider gewonnen. Onwards. What? Gut. Nicht. Achso, weil es keine Mauern gibt, ist klar. In the name of Magnus. Ja, wenn er will, kommt er rüber nach Karak As Angazar. Daran könnte man ihn nicht hindern. Ja, dann machen wir das in Lagerstellung, dann gibt es ein bisschen mehr Verstärkungsrate. Mehr Verstärkungsrate. Der gute Graf Noctilus ist wieder unterwegs. Ja, ja. Sigmar's will.
Ja, mach halt, mach einfach nochmal. Passt schon. It will fall. Shaman. Einfach nochmal. Ja, und hier macht man dieses Eisengebäude. Verfaulte Scherben, Verstoßene, Chaoskrieger, die beuligen Herumtoller, okay, Nörglinge. Nörglinge, Nörglinge, Chaosritter, Chaosritter, Schleimbestie, Hungis, Brut und Chaosbrut. Er hat aber auf jeden Fall seine Agenten verloren. Da waren ja vorher zwei Agenten mehr drin. The nation calls. Kannst du... Okay, wäre sehr überraschend. Aber versuch's. Versuch's. Absolutely not. The Empire. Okay, dann würde ich mal sagen, wir haben in dem Part dann doch noch Gelegenheit zu einer halbwegs interessanten Schlacht. Denn Festus ist geschwächt. Und das wäre ja schade, wenn wir das nicht ausnutzen darten. Antacke. Ah, stimmt. -400 ist sehr stark, eigentlich. Ist eh nur eine Frage der Zeit, bis das wieder losgehen würde. So, das Angebot vorher hat uns die Zarina gemacht. Die Fruchtbaren. Ja. Gut, dann geben wir uns die Schlacht in dem Part noch. I shall be victorious. Victorious. Okay. Shit. Jetzt kriegen wir Verschleiß. Okay, das müssen wir leider hinnehmen. Jetzt. Und einfach schauen, was er macht. Schade, ich hätte mich jetzt darauf gefreut. Es wäre eine schöne Schlacht jetzt gewesen zum Abschluss dieses Parts. Gixi Gaxi. Okay, schade. Dann schauen wir in die nächste Runde. Ob er vielleicht zu uns kommt. Oui. Mehr Geld. Wenn er jetzt noch angreift, wäre es interessant zu wissen, ob wir dann die, den Verschleiß schon haben. Ob der jetzt schon wirksam wird oder erst mit der nächsten Runde dann, wenn wir wieder dran sind.
Na gut, wenn er jetzt angreift, dann nur mit Hilfe dieser zweiten Armee, das ist klar. Yep. Dieser eine Mitleidspunkt Prestige. Explodiert da einfach einmal Wurzbart. Was soll denn der Mist jetzt? Okay. Ja, wäre ebenfalls halbwegs spannend, aber ganz ehrlich, nicht gegen Skaven. Habe ich kein Interesse dran, dass wir uns hier mit Skaven anlegen. Da hätte ich mich lieber mit Festus gebettelt, muss ich gestehen. Schade, schade. So, und das ist jetzt sicher ein Schatz mit einer fetten Armee. Lasst mir raten. Lasst mich raten. Ja. Na schau, was sag ich? Zumindest jetzt. Wo wir eine schön angeschlagene Armee noch haben. Komm. Dann haben wir wenigstens nur eine Schlacht in dem Part. Wird eh nicht lange dauern. Aber dann können wir uns einmal diese Kriegswegen anschauen. Ein wilder Hagel explosiver Zerstörung aus der Luft. Höllensturmraketen sind äußerst mächtige, wenn auch recht unzuverlässige Waffen des imperialen Arsenals. Jo, einfach drauf ballern. Einfach drauf ballern und ihn kommen lassen. Sie kommen lassen. Lalalalala. Gut. Und die Artillerie. Mit. So, jetzt schauen wir uns einmal die Kriegswegen an. Ah ja, gepanzerte Pferde und dann sitzen die drin mit ihren Musketen. Verstehe, verstehe. I like to move it, move it. Time!
Battle. Naja. Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk. Wo seid ihr? Wie war denn das nochmal? 326 Geschossstärke. Sorry, mal ganz kurzer Vergleich. Rüstungsdurchdringend 25. Rüstungsdurchdringend 19. Ganz okay. Ihr hört auf zu schießen. Schiat. Okay, das ist so eine Rundum-Geschichte. Zu spät gesehen. Blitzdingsen, mehr Blitzdingsen. So, ihr lasst es wieder bleiben. Und dann sollten wir es gleich haben, die Geschichte. Aber diese eine Einheit in die Flucht geschlagen, interessanterweise. Ihr seid eine Enttäuschung. Wir geben Gas. Gas, Gas, wir brauchen Gas, Gas. Den Hauptmann auch. Und der Zauberer ist weg. Gebete. Kennt ihr bitte diese Zauberin da? Also die, ja, egal. Schade, habe ich übersehen, wie die den Haverer da. Okay, ein bisschen schwund ist immer, man kennt das Phänomen. Man kennt das Phänomen. Daran nehme ich Anstoß. Unsere Waffen sind vielleicht nicht so tödlich wie die unserer Feinde, aber deswegen ist unsere Ingenieurskunst nicht minder als die der Skaven. Meiner Meinung nach ist eine Waffe, die öfters in der eigenen Hand explodiert als neben dem Feind, eigentlich keine richtige Waffe. Habe ich recht? Biram Gundarson, Skavenjäger der Zwerge. Naja.
Daran nehme ich Anstoß. Klingt wie der ultimative Flachwitz. So quasi in welcher Sportart nimmt man beruflich Anstoß? Im Fußball der Anstoßer? Gut, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich gebe es zu. Ist überhaupt nicht mehr starke Seiten, interessiert mich auch nicht. In keinster Weise. Na gut. Und für das haben wir jetzt keine Kohle gekriegt? Alter. Sigmarite Archlector. Na gut. Dann geben wir Gas und landen in Bretonia. Wir müssen auf jeden Fall die Wunden lecken. True Servant of Sigma. Auf jeden Fall. So, jetzt sind wir eh schon recht weit drin. Wir geben noch irgendwas in Auftrag mit dem Geld, das wir haben. Wie war das? In 3 Runden. Könnte man Altdorf ausbauen. Dann würde ich aber fast wirklich mal sagen, wir bauen einmal Helmgard aus. Jo. Jetzt haben wir aus irgendeinem Grund relativ viele Einkommen dazu bekommen. Einkommen zum Auskommen dazu bekommen. Averheim. Genau, das passt. Damit bin ich zufrieden. Den Rest vom Spaß schauen wir uns beim nächsten Mal an. Sobald wir Altdorf groß ausbauen können. Wie gesagt, das Stufe 5 Gebäude von der Artillerielinie für die Dampfpanzer. Panz. Es wird fantastisch, es wird fürstlich, es wird königlich. Jo. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Kunden Games und ich sage grüß euch und tüdelü.